Hey, ich bin Wiebke. Ich war in Thailand im Sanelli-Haus. Das Sanelli-Haus wurde ursprünglich als AIDS-Waisenhaus gegründet, aber heutzutage ist es eine Einrichtung, die sich um Kinder und Jugendliche kümmert, die einfach nicht mehr zu Hause leben können, aus verschiedenen Gründen. Im Sanelli-Haus hatte ich viele verschiedene Aufgaben und meine Hauptaufgabe war es, für die Kids da zu sein. Und wir haben viele unterschiedliche Sachen gemacht und für mich war es vor allem wichtig, viel mit den Kindern zu malen und zu basteln und was Kreatives zu machen. Und dabei ist auch diese Jacke hier entstanden mit sehr vielen bunten Handabdrücken von den Kindern. Für mich gab es zwei Gründe, warum ich gerne dieses Jahr machen wollte. Und zum einen, weil ich diese Pause brauchte nach der Schule. Bevor ich anfangen will zu studieren oder eine Ausbildung zu machen, war es mir wichtig, erstmal ein Jahr raus zu sein und neue Eindrücke zu bekommen. Und der andere Grund war, dass es mir sehr wichtig war oder ich es sehr interessant fand, mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten. Ich habe aus Thailand mitgenommen sehr viel Dankbarkeit und sehr viel Wertschätzung, die ich dort erfahren habe. Und auch ein Bewusstsein, wie gut es mir hier geht. Und dadurch, dass ich dort immer wieder mit Armut konfrontiert worden bin, lerne ich jetzt hier gerade viele Sachen nochmal neu schätzen. Besonders bewegend für mich war der Moment, als wir uns verabschiedet haben. Da hat jeder der Kinder hat uns eins von diesen Bändern umgebunden. Und das ist so ein Zeichen von Zuspruch und auch ein Segen für uns.